Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Rezept für euch, und zwar für einen Rosenkohl-Butternut-Kürbis-Eintopf. Dafür benötigen wir zuallererst einen Butternut-Kürbis sowie 3 Karotten, 5 Schalotten. Ich habe keine Schalotten da, deswegen verwende ich 2 sehr große rote Zwiebeln. Es wird so ein italienisch angehauchter Eintopf. Deswegen die Schalotten. Ihr könnt aber dann auch so 2 ganz große rote Zwiebeln nehmen, so dass es 5 Schalotten ergeben. Ein Stück Sellerie sowie 500 Gramm Rosenkohl, Olivenöl zum Anbraten sowie 1 Esslöffel Paprikapulver geräuchert. Wenn ihr kein geräuchertes habt, könnt ihr natürlich auch Rosenschaf oder Edelsüß verwenden, optional. 400 ml Gemüsebrühe sowie natürlich zum Würzen und Abschmecken Salz. Pfeffer. Es geht weiter mit Thymian, Oregano und Rosmarin. Da schreibe ich euch nachher noch die Angaben dann unten rein, die ich hineingegeben habe. Da muss ich gucken. Ich mache das nämlich immer nach, einfach nach Gefühl, aber ich schreibe es euch dann unten rein. Und wobei ich jetzt noch nicht zu guter Letzt noch eine Dose stückige Tomaten, die muss ich mir noch holen, und dann können wir auch schon beginnen. Zu den Vorbereitungen. Da ist es einiges zu schneiden und schälen. Ich habe hier meine ganzen, fast alle Zutaten. Und zwar habe ich die Karotten geschält und in Scheiben geschnitten. Ihr könnt die auch halbieren oder würfeln, so wie ihr mögt. Den Rosenkohl, natürlich die äußeren Blätter entfernt, einen Teil vom Strunk und dann jeden Rosenkohl halbiert. Größere habe ich geviertelt, aber eigentlich waren das kleine Rosenkohl, was ist die Mehrzahl davon? Also ich habe die einfach halbiert dann, aber ganz wichtig natürlich waschen, äußere Blätter entfernen, Teil vom Strunk entfernen. Karotten könnt ihr so machen, wie ihr mögt von der Form, und den Sellerie natürlich auch geschält und in Würfel geschnitten. Meine 2 sehr großen roten Zwiebeln klein gewürfelt. Wenn ihr jetzt 5 Schalotten nehmt, was natürlich besser wäre, würde ich empfehlen, dass ihr die Schalotten in Ringe schneidet oder in Halbringe. So, und mein Butternut-Kürbis natürlich gewaschen, den oberen Teil entfernt, den unteren Teil werde ich auch noch gleich entfernen, das Innere ausgehöhlt, und jetzt werde ich das einfach auch in Würfel schneiden, kleiner als die Rosenkohlstücke, also einfach ein bisschen schön klein würfeln. Das braucht jetzt auch noch etwas Zeit. Und einen sehr großen Kochtopf habe ich mir vorbereitet, dass auch alles hineinpasst für den Eintopf. Und Olivenöl habe ich da hineingegeben schon mal. Und die 400 ml Gemüsebrühe vorbereitet. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen und hören. Ich habe jetzt hier in einem sehr großen Topf, wie gesagt, Olivenöl hineingegeben. Und habe jetzt meine 2 großen Zwiebeln hier schön angedünstet. Oder Schalotten dann in dem Fall. Und jetzt werde ich das ganze restliche Gemüse, hier ist auch der Kürbis, das werde ich jetzt alles hier hineingeben. Also einmal den Kürbis, die Rosenkohlhälften, die Karotten und die Sellerie. Alles hier hinein. Und das jetzt schön einmal anbraten. Deswegen einen sehr großen Topf. Und ihr könnt jetzt noch etwas Olivenöl hineingeben. Wenn es noch fehlt, ich gebe jetzt auch noch ein bisschen was dazu. Und einmal schön jetzt alles vermischen und anbraten. Ganz auf höchster Stufe noch. Und zu dem Butternut-Kürbis wollte ich sagen, da könnt ihr die Schale dran lassen. Ihr müsst das halt jetzt nur dann ausreichend kochen. Also das Ganze, der Eintopf braucht so 40, 45 Minuten. Bis dahin sollte die Schale weich sein. Wenn ihr die Schale, also die Butternut-Kürbis-Schale ist essbar. Wenn ihr die Schale weghaben mögt, könnt ihr die natürlich auch schälen. Ich lasse die dran. Vorher natürlich gut sauber machen. Bei mir war der sehr sandig. Unschöne Stellen, die vielleicht doch nicht so schön sind, abschneiden. Und natürlich oben und unten die Endstücke. So, und jetzt gebe ich hier, wie gesagt, noch etwas Olivenöl dazu. Und lasse das noch so 3 Minuten ungefähr hier anbraten auf höchster Stufe. Hier ist auch schon meine Gemüsebrühe vorbereitet. Und meine Dose stückiger Tomaten habe ich auch noch geholt. Das duftet jetzt schon richtig lecker. Jetzt gieße ich das Ganze mit der Gemüsebrühe, die 400 ml. Einmal die 400 ml Gemüsebrühe. Mit den 400 ml Gemüsebrühe aufgießen. So, und zeitgleich kommt jetzt auch schon die ganze Dose, also 400 Gramm stückige Tomaten. Immer noch auf höchster Stufe. Aber das kocht jetzt sofort auf, und dann können wir das zurückdrehen. Jetzt vermenge ich das hier einmal. Kann sein, dass wir nachher noch ein bisschen Gemüsebrühe benötigen, weil das Ganze muss nämlich jetzt 40 Minuten lang, ich sehe es schon. Ich nehme noch etwas Gemüsebrühe dazu,
Das heißt, ich schreibe euch unten in die, also ich gebe jetzt Gemüsebrühe noch Stück für Stück, ich mische mir jetzt noch was an und gebe das Stück für Stück dazu und schreibe euch dann unten in der Infobox, wie viel Gemüsebrühe es dann auch am Ende war. Jetzt würzen wir das Ganze aber erstmal mit einem Esslöffel geräucherten Paprikapulver oder optional edelsüß oder rosenscharf, aber mit dem Geräucherten schmeckt das sehr, sehr gut. Jetzt drehe ich das auf niedrige Temperatur runter, weil das muss jetzt 20 Minuten lang köcheln. Am besten einen Deckel halt noch drauf geben, den hole ich mir jetzt sofort. Moment, Pfeffer und Salz natürlich noch. Pfeffer, aber am Ende schmecken wir das dann sowieso noch ab. Ich gebe jetzt ein paar Umdrehungen aus der Mühle dazu. Ja, Salz jetzt eigentlich nicht. Ich mache jetzt nur so ein klein bisschen, weil die Gemüsebrühe auch schon salzig ist. Also Salz und Pfeffer am Ende noch abschmecken und die anderen Kräuter, also Oregano, Thymian, Rosmarin, kommen dann auch nachher erst in 20 Minuten noch dazu. So, jetzt mische ich mir noch von der Gemüsebrühe was an und ja, gebe da noch so ein bisschen was dazu erstmal und schaue dann, wie viel ich am Ende insgesamt benötige. Also in 20 Minuten sehen wir uns zurück. 20 Minuten, also 22 Minuten sind bei mir um. Jetzt habe ich das mit dem Deckel hier. Ja, ich hatte den Deckel halt drauf und habe noch Gemüsebrühe gemacht. Nochmal 400 Milliliter, habe aber nur 200 noch dazu gegeben. Das heißt, im Topf sind jetzt aktuell 600 Milliliter Gemüsebrühe statt 400 Milliliter Gemüsebrühe. Ich glaube, das sollte auch reichen, aber ich glaube, ich gebe noch ein bisschen was dazu. So, jetzt kommen die Gewürze nach den 20 Minuten. Und zwar nehme ich so ja, einen knappen Esslöffel Thymian. Genauso wie einen Esslöffel Oregano. Da muss ich mir noch was holen. Und einen Esslöffel Rosmarin. Ihr könnt auch alles frisch nehmen. Da müsst ihr das Ganze halt nur nicht abzupfen, sondern ein Säckchen geben und dann rausnehmen am Ende. So, und so ein Esslöffel Rosmarin, wie gesagt, also ein Esslöffel Rosmarin, Thymian und Oregano. Oregano hole ich jetzt noch ein bisschen, vermischen und das Ganze kocht jetzt nochmal weiter für weitere, also nochmal 20 Minuten. Ihr Lieben, mein Rosenkohl-Butternut-Kürbis-Eintopf ist jetzt fertig. Ich kann es nur schlecht kippen und es ist super heiß. So sieht das Ganze aus. Ich habe am Ende noch die restlichen 200 Milliliter Gemüsebrühe auch noch dazu gegeben. Das heißt, insgesamt sind 800 Milliliter Gemüsebrühe enthalten. Das heißt, ich schreibe unten in die Infobox auch 800 Milliliter hinein. Am Ende habe ich dann noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Das könnt ihr nach eurem Geschmack würzen. Und ja, fertig ist das Ganze. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Und unten in der Infobox verlinke ich euch noch weitere Rosenkohl und allgemeine Kürbisrezepte. Schaut da also sehr gerne unten vorbei, wenn ihr mal ja, Lust auf andere Rosenkohl- und Kürbisrezepte habt. Würde ich mich sehr freuen. Ebenso würde ich mich über ein Abo freuen. Deswegen lasst mir sehr gerne eins da. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.